Hallo, hier sind Muho und sein Toaster aus Osaka und heute möchte ich noch einmal, ein letztes Mal zurückkommen auf eine Frage. Der Fragesteller, dem geht es darum, sich von der Identifikation mit seinem Denken und Fühlen und vermutlich auch mit seinen Instinkten zu lösen und aus der inneren Mitte heraus frei, selbstbestimmt und kraftvoll zu leben. Ich habe ein bisschen beim letzten und vorletzten Mal versucht zu hinterfragen, was das überhaupt bedeutet. Ob das nicht vielleicht auch ein bisschen ein Trugschluss ist, geht es wirklich darum. Eine Metapher, die der Fragesteller verwendet, ist ein Auto, das sozusagen im Autopilot kreuz und quer fährt durch die Welt. Und nur mit Mühe gelingt es dem Fragesteller ab und zu mal den Rastplatz anzusteuern. Das bedeutet für ihn Sazen. Und selbst wenn er dann parkt auf dem Rastplatz, sofort geht das Radio an, das heißt die inneren Gedanken. Und irgendwann springt der Gang wieder rein und er sagt sich, puh, jetzt habe ich es endlich geschafft, meine tägliche Sazen-Praxis abgehakt. Weiter geht's. Warum gelingt ihm das so schlecht, wirklich Fuß zu fassen sozusagen oder sich da zu Hause zu fühlen in der täglichen Zen-Praxis? Bei anderen Dingen, zum Beispiel beim Golf, gelingt es ihm besser, schreibt er, ne? Dass er einfach aufgeht. Am Anfang muss er natürlich trainieren und eine gewisse Anstrengung machen, aber dann irgendwann ist er sozusagen in dem Flow drin. Da spielt Golf Golf. Warum ist es beim Sazen so schwierig? Das erinnert mich an eine Frage, über die ich vor 3 Wochen gesprochen habe, ne? Da ging es unter anderem darum, wie komme ich rein ins Zen? Der Fragesteller vor 3 Wochen, der sagte, beim Joggen zum Beispiel, da geht es sehr viel einfacher für mich. Wenn ich Zen in Bewegung, und er sagte, das wäre das Gegenteil vom Liegen. Eine Unterscheidung, die ich auch ein bisschen hinterfragt habe, ne? Aber der Fragesteller sagte, in der Stille, regungslos, ist es schwierig für mich, wenn ich mich bewege, ist es sehr viel einfacher für mich, reinzukommen ins Zen. Und vor 3 Wochen habe ich so ein bisschen gefragt, was bedeutet das überhaupt, reinkommen in Zen? Ich kenne das so nicht. Aber vielleicht der Fragesteller von heute, ne, vielleicht geht es ihm ähnlich so. Ne? Vielleicht ist das ein Typ, der sehr aktiv ist und in der Aktion, in der Bewegung, fällt es ihm sehr viel einfacher loszulassen. Denn wenn wir beim Sport oder zum Beispiel auch Musik, wäre ein anderes Beispiel, beim Musizieren, wenn du über eine gewisse Grenze gehst, kannst du gar nicht anders, als aufzugehen in dem, was du machst. Dieser Beobachter, der bis dahin sozusagen sich selbst Noten gibt, den musst du loslassen, um aufzugehen im Sport oder in der Musik. Und genau deshalb ist es auch wichtig, sowohl im Sport einen Trainer als auch in Musik einen Lehrer zu haben. Denn du kannst dich nicht gleichzeitig von außen sehen und aufgehen in der Sache. Und beim Sitzen ist es insofern tatsächlich schwieriger als das Sitzen für eine halbe Stunde. Es fordert nicht so viel von dir, dass du gar keine andere Wahl hättest, als darin aufzugehen. Du kannst da sitzen, deinen Atem beobachten, zur Ruhe kommen, aber da ist immer auch noch dieser innere Kaufhausdetektiv, der Beobachter, der dann guckt, und wie geht es denn mir jetzt beim Sitzen? Mache ich das richtig? Mache ich Fortschritte? Wie ist es im Vergleich zu gestern? Wie ist es im Vergleich zu dem Buddha vor 2500 Jahren? Der muss doch was anderes da erlebt haben, als er unter dem Bodhibaum saß. Was mache ich falsch? Relativ schwierig beim Sitzen diesen inneren Trainer loszulassen. Ne? Und ich lese noch ein bisschen weiter aus der Frage vor. Der Fragesteller hat beschrieben, wie es bei ihm beim Golf ist. Dass es da für ihn relativ einfach ist, eins zu werden mit der Umgebung. Und einfach alles mit allem zu sein. Wunderbar, schreibt er. Warum gelingt mir das beim Golf, beim Klavierspielen,
beim Programmieren von Webseiten oder der Bonsai-Pflege, aber fast nie beim Sazen. Ich vermute, da gerichtete Aufmerksamkeit immer noch eine Art der Ablenkung vom ausschließlichen So-Sein ist. Und deshalb ist es auch kein Ersatz zu Sazen. Also hier kämen wir wieder zum Unterschied zwischen Aufmerksamkeit, das kann man machen, aber indem man es macht, stellt man sich sozusagen selbst vor das Licht der Achtsamkeit. Achtsamkeit ist immer schon da. Man muss bloß aufhören, sich ins Licht zu stellen und etwas in Bewegung zu tun. Selbst hinhin, das Gehen macht es oft sehr viel einfacher, darin aufzugehen, als wenn man einfach nur sitzt. Allerdings kann diese Form des Samadhi in Bewegung auch eine blinde Form des Samadhi sein. Man betäubt sich ja sozusagen, man geht auf, aber es ist eher eine Trance, in die man da aufgeht. Es ist kein hellwaches Samadhi. Aber weiter mit der Frage. Aufmerksamkeit ist kein Ersatz zu Sazen. Da würde ich total zustimmen. Ne? Ich höre einen Gong. Ich bin ganz mit meiner Aufmerksamkeit bei dem Geräusch. Der Ton verschwindet. Die dahinterliegende Stille tritt hervor. Ich bin ganz bei mir. Ich bin die Stille selbst. Hier habe ich so ein bisschen ja, das Gefühl, vielleicht versteht der Fragesteller ein bisschen was anderes unter Stille als ich. Ne? Also für mich tritt Stille nicht dann hervor, wenn die Klänge verstummen, sondern die Stille gibt den Klängen den Raum. Die Stille drückt sich aus in den Klängen. Aber wenn du deine Aufmerksamkeit auf die Klänge richtest und dann, wenn die Klänge leiser werden, versuchst da die Stille dahinter zu hören, dann stört eben diese Aufmerksamkeit die Stille. Die Stille war schon immer da, auch in dem Moment, wo der Gong klingt. Da klingt ja Stille. Aber unser Geist ist so schnell, unsere Aufmerksamkeit auf den Klang zu richten und dann, wenn der Klang weg ist, auf das Fehlen von Klang, dass wir uns nie der Stille, und das wäre in meiner Metapher die Weide, bewusst werden. Der Ton verschwindet, die dahinterliegende Stille tritt hervor, ich bin ganz bei mir, ich bin die Stille selbst. Entweder folgt der nächste Ton, wie beim Klavierspielen, und ich hafte wieder etwas an, oder ich bleibe in der Stille, Sazen. Und wie gesagt, es ist diese Zweiteilung, die ich nicht ganz verstehe. Wieso dieser Unterschied zwischen Ton und Stille? Für mich ist es ja die Stille, die den Tönen Platz gewährt. Ne? Man muss nicht die Musik ausschalten, damit man Stille bekommt. Und wenn man glaubt, Stille zu vernehmen, wenn die Musik ausgeschaltet ist, dann wird man oft überrascht sein, ne? Von dem ganzen Lärm, der erst dann hochkommt, ne? Der innere Lärm. Beim Sazen zum Beispiel. Beim Sazen bin ich nur zweimal ganz kurz an diesen Punkt gelangt, an welchem sich die Stille angenehm angefühlt hat, wie ein endlich Zuhause sein und Zeit sowie die Übung verschwunden schienen. Das erste Mal war vor ein paar Jahren während einer Gehmeditation im Rahmen eines Kennenlernnachmittags am Zen-Kloster Buchenberg bei Zen-Meister Hinak Polenski bei mir in der Nähe. Dort war irgendwie überhaupt die ganze Zeit keine Unruhe in mir vorhanden. Corona-bedingt ist ein daraufhin gebuchtes 3-Tages-Meditationsseminar ausgefallen und ganz ehrlich gesagt, kann ich aktuell die Motivation für eine weitere Buchung nicht mehr aufbringen. Außerdem werde ich im Dezember Vater und möchte in den ersten Monaten meine Frau und Tochter nicht alleine lassen. Mein Weg ist aktuell also zu Hause mit mir. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft.
Vielleicht ist es kein Zufall, ne, dass du diese eine von zwei Erfahrungen, die zweite Erfahrung wird nicht geschildert, ne, aber beim Kien hingemacht hast, also in Bewegung. Vielleicht liegt dir das mehr. Allerdings, vielleicht ist es ja auch gar nicht schlecht. Ich habe ja auch darüber gesprochen, dass es manchmal ganz gut ist oder sehr gut, dass wir rauskommen wieder aus dem Samadhi, dass wir nicht immer aufgehen in dem, was wir gerade tun. In dem guten Autopiloten sozusagen. Ich gehe einfach. Das Klavier spielt Klavier. Samu macht Samu. Sondern manchmal kommen wir wieder raus aus dem Samadhi. Der denkende Geist meldet sich wieder. Und das fühlende Herz widerspricht dem Geist. Und der Bauch will auch wieder was anderes. Und das sogenannte wahre Ich oder was auch ich, was auch immer, weiß nicht, wem es folgen soll, beziehungsweise. Das wahre Ich wünscht sich aus seinem Inneren heraus frei, selbstbestimmt und kraftvoll leben zu können, aber es weiß nicht wie. Alltag. Und wenn du dann erstmal ein Kind hast, zu Hause, wirst du noch einige andere Probleme haben, ne? Besonders wenn du sehr haftest an deinen Gedanken, ne? Ich muss ja jetzt arbeiten, ich will mich auch um die Bonsais kümmern, Golf will ich natürlich auch machen und ich muss ja auch noch meine täglichen 30 Minuten absitzen. Irgendwann wird dich deine Frau dann fragen, was ist denn dir wichtiger? Unsere Familie oder deine sogenannte Praxis? Wie dem auch sei, ich gebe zu, fährt der Fragesteller fort. Meine Motivation für Sazen rührt aus einem Wunsch nach Unabhängigkeit. Ja, aber auch diesen Wunsch sollte man vielleicht hinterfragen, ne? Diesen Wunsch nach aus der inneren Mitte heraus frei, kraftvoll, selbstbestimmt zu leben. Klingt zwar nicht schlecht, ne? Aber was genau ist das, ne? Wunsch nach Unabhängigkeit, persönlicher Meisterschaft. Und meiner Überzeugung, dass es das Richtige sei. Also kein grundloses Sitzen, wovon Zen-Meister oft sprechen. Kann es sein, dass, da ich noch kaum Erfolg in der Hinsicht erlebt habe, sich die mit Motivationsquelle langsam erschöpft? Ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen so der Machertyp, ne? Ich muss jetzt wieder die Raststelle ansteuern. Ich muss jetzt meine tägliche Pause machen. Und selbst das Pause machen wird zur Arbeit für dich. Dann mach mal eine Pause vom Pause machen. Gönn dir mal eine Pause von der Praxis. Und kümmere dich in der Zeit zum Beispiel um dein Kind, ne? Auch gut. Also ein bisschen zu erfolgsorientiert für mein Gefühl. Woraus schöpfen Zen-Meister ihre Motivation, wenn es für sie keinen Grund gibt? Gute Frage, ne? Warum mache ich Sazen? Warum mache ich Sazen? Also es gab eine lange Zeit, da musste ich einfach aufs Kissen, ne? Es zog mich aufs Kissen. Wenn ich mich hingesetzt habe, ich fühlte mich wohl auf dem Kissen. Ich fühlte mich da zu Hause. Wobei ich auch nicht so dieser aktive Typ bin, ne? Bei mir war es immer so, dass mich die anderen Mönche im Kloster runterziehen mussten vom Kissen, ne? Und für mich war es fast ein Weltuntergang, wenn es plötzlich am dritten oder vierten Tag vom Sesshin hieß, Leute, da kommt ein Taifun, wir müssen jetzt die Fenster und die Wände sichern. Das Sesshin ist vorbei, jetzt wird Samu gemacht. Das kam auch einige Male vor in Antaichin. Für mich war es immer, ja. Eine Katastrophe. Wie? Wir können doch nicht mitten im Sesshin Schluss machen. Es geht doch darum, von allem loszulassen. Und selbst wenn das Kloster vom Taifun weggeblasen wird, ich will jetzt auf meinem Kissen sitzen. Für mich war das immer die Schwierigkeit, das anzunehmen. Dass dann plötzlich in der realen Welt Samu gemacht werden musste. Obwohl ich mich schon innerlich auf das Sterben auf dem Kissen eingestellt hatte, ne? Und dann musste ich beim Samu sterben. Wie geht's weiter? Woraus schöpfen Zen-Meister ihre Motivation, wenn es für sie keinen Grund gibt?
Also es ist nicht der Grund, der dich motiviert. Und wenn du jetzt mal eine Pause machen solltest vom Pause machen, also eine Pause machen solltest von der Praxis, und du kommst nicht mehr zurück aufs Kissen, selbst nach 2, 3 Wochen, zieht dich nichts zurück aufs Kissen. Vielleicht ist es ja auch nicht das Richtige für dich, wer weiß, es muss ja nicht der Weg für alle sein. Auf keinen Fall würde ich daraus eine Pflicht machen, ne? Praxis ist keine Pflicht. Wenn es nicht dein Ding ist, vielleicht ist es einfach nicht dein Ding. Aber ich würde es einfach ein bisschen lockerer sehen, ne? Sieh es einfach ein bisschen lockerer. Du musst nicht auf den Rastplatz, aber vielleicht, wenn du da nach einer kleinen Pause endlich mal wieder hinfährst auf den Rastplatz, vielleicht spürst du auch gar nicht schlecht hier, ne? Gar nicht schlecht hier. Ja, sie machen es einfach, die Zen-Meister, ne? Also was ist für die Zen-Meister die Motivation, wenn es für sie keinen Grund gibt? Ja, sie machen es einfach. Es bringt ihnen nichts. Sie machen es trotzdem. Eine schöne Vorstellung. Aber was bewegt sie dazu? Oder ist es einfach Gewohnheit geworden? Das frage ich deshalb, weil auch ich eine Art unabhängige Motivation, vielleicht die Sehnsucht danach erwecken möchte, die sich leider nur kognitiv, also im theoretischen Verständnis, zeigt und die ich täglich, oft Stunden, mit dem Video schauen oder Bücher lesen von dir oder Hinnerk Polenski verbringe, aber dann nicht in die Praxis komme. Wie kann man die Sehnsucht nach der Praxis erwecken? Die Antwort ist natürlich, Sehnsucht kann man nicht erwecken. Du machst das nicht. Entweder es zieht dich aufs Kissen oder es zieht dich nicht aufs Kissen. Und freut mich natürlich, wenn du hier bei YouTube mir zuguckst oder dem Zen-Meister Hinak, ne? Aber wie du weißt, Praxis ersetzt es nicht, ne? Und wie gesagt, mein Vorschlag ist, mach mal eine Pause. Mach mal eine Pause von der Praxis. Zen ist Action! Ausrufezeichen. Zen ist Praxis. Punkt. Ich weiß das, aber bei dem Wissen bleibt es leider meist. Dann würde ich sagen, Zen ist Pause machen. Pause machen von der Action. Pause machen von der Praxis. Selbst Pause machen vom Pause machen. Mach mal Pause. Mach weniger. Weniger ist mehr, wird ja oft gesagt. Und das gilt auch für Zen-Praxis, zumindest manchmal, ne? Vielen Dank für das Lesen. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Gassho. Ja, danke meinerseits für die Frage. Danke an alle Zuschauende. Danke für eure Kommentare. Wir sehen uns wieder. Tschüss.